Es wird nicht klappen, meinen SP, meinen Liebsten, den tollsten Menschen für mich an meiner Seite zu manifestieren, wenn ich ihn dazu brauche, um etwas in meinem Bewusstsein aufzufüllen. Wenn ich nicht genau weiß, was ich will, hilft es mir unglaublich, mir aufzuschreiben, was da gerade ist, was ich nicht mehr möchte, um dann zu erkennen, okay, was will ich denn wirklich? Was will ich? Und was die vielen Menschen, die weiterhin unzufrieden bleiben mit ihrem Leben, falsch machen oder nicht machen, ist, dass sie versuchen, irgendetwas zu wollen, was sie glauben, was möglich ist. Was sie glauben, was möglich ist. Wenn du dir etwas vorstellst, wenn du etwas willst, wenn du dir etwas wünschst, nur weil du glaubst, es ist möglich, nur weil du glaubst, das solltest du wollen, weil die Gesellschaft will, dass du das willst, nur weil du glaubst, ja, das wäre jetzt angebracht zu wollen, dann wirst du nie zufrieden sein. Du wirst immer weiter unzufrieden sein, wenn du dich in diesem Rahmen begibst und versuchst zu manifestieren, etwas, was dir dein logischer Verstand, was dir dein gesellschaftlicher Verstand, was dir dein Umfeld sagt. Und darüber musst du dir ganz, ganz klar werden. Was versuchst du zu manifestieren? Was glaubst du, was du wirklich willst? Und willst du es wirklich? Willst du es? Oder will dein Ego es? Ist es das, was du willst von ganzem Herzen, was du versuchst zu manifestieren? Oder willst du etwas, weil du glaubst, du musst es wollen, um etwas zu beweisen? Um etwas zu beweisen. Und wenn du vor allem jetzt hier bist, wie ganz, ganz viele, die diesen Manifestationsweg zu sich selber gegangen sind, wegen einem SP, wegen einer speziellen Person, von der sie Liebe wollen, von der sie geliebt werden wollen, dass ich mir wirklich klar werde, was ich möchte von Herzen, was ich wirklich, wirklich möchte. Nicht, was ich für die Gesellschaft möchte. Nicht, was ich möchte, um etwas zu beweisen, um etwas für mein Ego, das heißt, für mein Mangelbewusstsein. Es wird nicht klappen, meinen SP, meinen Liebsten, den tollsten Menschen für mich an meiner Seite zu manifestieren, wenn ich ihn dazu brauche, um etwas in meinem Bewusstsein aufzufüllen. Wenn ich ihn dazu brauche, um mein Denken aufzufüllen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Egal was es ist, ob es Geld ist oder ob es eine spezielle Person ist. Sie wird sich nicht zeigen in der Art und Weise, wenn meine Motive Mangel auffüllen ist. Ja? Ganz wichtig, es wird nicht klappen, wenn meine Motivation aus dem Mangel kommt, weil mein Mangelbewusstsein da ist, weil ich im Mangel bin. Weil ich im Mangel bin, weil mir etwas fehlt, weil ich einsam bin, weil ich mich nicht bestätigt fühle, weil ich mich nicht geliebt fühle, weil ich mich nicht gut genug fühle, weil ich deswegen meine spezielle Person an meiner Seite will oder anders haben will. Weil wenn sich diese spezielle Person nicht so verhält, wie ich mir das vorstelle, hüpfe ich in den Mangel. Bin ich mangelhaft? Fühle ich mich nicht gut genug? Fühle ich mich nicht gesehen? Fühle ich mich nicht respektiert, akzeptiert. Und das ist diese Krux, weil er ja nur mein Spiegel ist, weil er mir ja nur zeigt,
Ich bin nicht geliebt. Ich bin nicht gewollt. Ich bin nicht gesehen. Guten Morgen, Alexandra. Guten Morgen, alle ihr Lieben. Wir sind hier, um ein Meisterstück aus unserem Leben zu manifestieren. Ein Meisterstück. Und dazu müssen wir erkennen, dass unser Leben uns als Meisterstück reflektiert. Dein Leben zeigt dir gerade, wie nahe bist du schon dein Meisterstück, das Meisterstück deines Lebens. So, ich komme zurück. Wenn dir eine spezielle Person oder eine spezielle Situation, ja, SP kann nämlich auch heißen S, spezielle Situation, also SS, eine spezielle Situation, eine spezielle Person, etwas zeigt, dann ist es für dich nur das Aufzeigen im Außen, das die Möglichkeit für dich zu erfahren, was in deiner inneren Welt läuft. So, und das musst du wissen. Das muss für dich zweifelsohne die Wahrheit sein. Und wenn du daran noch zweifelst, dass Manifestation eben aus dir heraus deine innere Vorstellungswelt, deine innere Gedankenwelt im Außen gezeigt ist. Wenn du da noch Zweifel hast, dass es wirklich so ist, geh und schau dir alle Videos auf meinem Kanal an. Geh, lese Neville Goddard, hol dir ein Audiobook. Schau dir Videos zu Neville Goddard an, das wird dir helfen. Zweitens, erkenne dich als energetisches Wesen. Erkenne, dass deine Gedanken und Vorstellungen, dass unsere Welt, bevor sie manifest und anfassbar ist, unsichtbar war. Das musst du glauben. Schau dir das Doppelschlitzexperiment der Quantenphysik an. Wenn du jetzt noch weitere Zweifel hast, dass unser Leben so funktioniert, geh zurück in deinem Leben, in Situationen, in deinem Leben und schau, was du gedacht hast. Schau, was du befürchtet hast. Schau, wer du warst, als wer du dich selber betrachtet hast. Und erkenne, dass genau das, was damals im Außen passiert ist, eine absolut hundertprozentige Reflexion von deinen Gedanken war. Und das braucht unglaubliche Ehrlichkeit. Und das ist auch das, was du wirklich brauchst, um in Zukunft genau dieses Meisterstück an Leben, dieses Meisterstück an Beziehungen, dieses Meisterstück an finanzieller Situation, dieses Meisterstück an Lifestyle für dich zu manifestieren. Du musst bitter ehrlich sein mit dir selber, mit deiner inneren Welt, weil nur wenn du sie nicht mehr ignorierst, deine innere Welt, sondern komplett darauf fokussiert bist und immer wieder fragst, was geht gerade in mir vor, was ist da, kannst du das, was da gerade ist, jetzt gerade verändern. Und wenn da gerade, das war im vorherigen Chat, hat jemand gefragt, wie kann ich das zeitlich meinen SP manifestieren? Auf diese Frage will ich jetzt eingehen. Was ist da gerade in deinem Leben? Wenn du fragst, wie kann ich zeitlich meinen SP manifestieren? Da ist gerade kein SP. Deine spezielle Person ist gerade nicht da oder sie ist gerade nicht sichtbar. Ja, was ist gerade da? Du siehst ihn nicht. Er ist nicht in deiner sichtbaren Welt. Und solange du sagst, er ist nicht da, weil du ausgehst aus deiner sichtbaren Welt, er ist nicht da, er sitzt nicht auf meinem Sofa, er ruft mich nicht an, wir sprechen nicht, wir haben keinen Kontakt, meine spezielle Person ist nicht da. Das ist deine Realität. Und solange das deine Realität ist, solange das deine Wahrheit ist und solange du nicht in die unsichtbare Welt gehen kannst, wo ja alles schon da ist, wo deine ganzen Wünsche, Träume schon manifestiert sind in dem Moment, wo du den Wunsch aussprechen kannst, in dem Moment, wo du dich damit identifizieren kannst, in dem Moment,
wo du diesen Wunsch kreiert hast, ist er schon da. Das bedeutet aber, dass du aus diesem anderen Denken aussteigst. Dass du aussteigst, dass du aufhörst zu denken, wie kriege ich ihn? Wie kann er kommen? Wie kann er sich zeigen? Wie kann er zeitlich rechtzeitig zurückkommen? Das denkt nur jemand aus einer Position heraus, dass der Wunsch nicht da ist, dass die Person nicht da ist, dass die Person nicht so ist, dass es nicht so ist, wie du willst. Und solange du denkst, deine Realität ist nicht so, wie du sie haben willst, wird deine Realität so bleiben, wie du sie nicht haben willst. Und das ist dieses große, schwierige Shift für das Ego, dass es rausgeht aus der Welt, wo die Sachen nicht so da sind, wie ich sie haben will, und reingeht in die Welt, wo die Sachen so sind, wie ich sie haben will. Und das werde ich nur schaffen, wenn ich mir erlaube, die Person, die Frau, der Mann zu werden und der diese Dinge für sich schon manifestiert hat. Ja? Wenn du dir erlaubst, dich zu verändern und dich so zu sehen, jetzt schon in der unsichtbaren Welt über dich so zu denken, über deine Situation so zu denken, wie du denken würdest, wenn du es draußen sehen willst. Ja, du musst dich zuerst schminken, damit dir dein Spiegelbild dich in geschminkter Version zeigt. Du kannst nicht den Spiegel anmalen und dich dann geschminkt fühlen. Das wirst du nicht glauben. Du musst bei dir anfangen und unter dem Wissen dieses Konzeptes, dieses Prinzips der Manifestation, kann es dir leicht fallen. Absolut leicht. So, guten Morgen oder Arbeitssituation. Nach meinem Jobwechsel bin ich müde, aber ich habe keine Inspiration, was meine Leidenschaft ist. Wie kann ich ohne Arbeit frei sein? Ohne Arbeit zu müssen. Ja, wie kannst du, indem du Arbeit aus deinem Leben verbannst, indem du die Definition von Arbeit aus deinem Leben verbannst, indem du sagst, ich muss nicht zu arbeiten, um die Finanzen für mein Leben, für meinen Lebensstil zu generieren, sondern sie kommen, weil ich ich selber bin und die Dinge tue, die mich begeistern. Und dazu musst du natürlich wissen, was dich begeistert, alle Ängste aufheben, die dir sagen, du kannst nicht tun, was dich begeistert und damit Geld verdienen. Und drittens, du musst die Person sein, die damit ganz, ganz viel Geld verdient, mit dem, was sie begeistert, was sie gerne tut. Und das sind diese Schritte. Und einer der größten, größten Probleme dabei ist, bei diesem Weg ist, dass du dir nicht erlaubst, das zu tun, was dich begeistert, weil du Angst hast, dass das so nicht geht, weil die ganze Welt anders denkt. Die ganze Welt denkt, du musst arbeiten, um die Finanzen, um das Geld zu haben, und Arbeit ist hart, niemand kann Geld verdienen, indem er nur das tut, was er will. Und gleichzeitig gibt es so viele Menschen, inklusive ich, die genügend finanzielle Mittel haben, verdienen, immer mehr und mehr Zufluss generieren, weil sie immer mehr und mehr von sich selber rausgeben und zeigen und das tun, was ihnen wirklich, wirklich Spaß macht. Und das darf jeder. Nur erlauben muss es sich jeder. So. Genau, und das ist genau das, was ich am Anfang gesagt habe, auch in einem anderen Video. Wenn du jetzt hier die Aufzeichnung schauen wirst, sage ich jetzt mal, ist es am Anfang von dem Video, weil ich es zusammenschneide, weil ich leider zwei Livestreams haben musste. Und hier geht es wirklich darum, eben zu sagen,
Herzenswunsch, Herzenswunsch, Wunsch aus der Liebe heraus, Wunsch aus der Begeisterung heraus. Wenn deine Wünsche aus der Begeisterung, aus der Liebe zu dir, aus der Liebe zum Leben, aus der Liebe zu den anderen Menschen, aus der Liebe zu deinen Erlebnissen geboren wird, dann wirst du immer dahinter stehen. Aber wenn du etwas für andere machst, gebärst an Wünschen, dann wird es immer, immer schwierig sein. So, es ist manchmal so schwer, gerade wenn eine starke emotionale Verletzung gegeben ist, ins Positive umzusetzen. Genau. Und dazu musst du eben wissen, woher kommen diese starken emotionalen Verletzungen? Und diese starken emotionalen Verletzungen kommen nur, weil du dich mit deinem Denken verletzt. Weil du siehst, wie abgelehnt du bist. Weil du siehst, wie zurückgewiesen du bist. Weil du siehst im Außen, dass du nicht gewollt bist. Und das ist etwas, das ist so tief verletzend ist, weil wir das so viele Jahre tief, tief, tief in uns drin, diese Verletzungen in uns getragen haben, einen Deckel drauf gemacht haben, wo wir uns davor geschützt haben, dass wir nie wieder diese tiefen Verletzungen fühlen. Und dennoch ist dieses Denken da, dass diese Verletzungen trägt. Ja? Diese Emotion, diese Energie, dieses Gefühl kommt aus einem Denken, aus einem über mich selber Denken. Ich bin nicht gut genug. Ich bin schuldig, ich habe mir was zu Schulden kommen lassen, ich leide, ich spüre Schmerz wegen Fehlern, die ich begangen habe, weil ich falsch war, weil ich böse war, weil ich schlecht war. Das ist immer dieser Bodensatz, der in uns drin herrscht, den wir haben. Und jedes Mal, wenn wir quasi unser Herz öffnen, kommt diese Angst hoch, dass da wieder reingestochen werden kann, dass uns irgendjemand wieder sagen könnte, du bist nicht gut genug, du bist es nicht wert, ich will dich nicht, ich lehne dich ab, ich sehe dich nicht, du hast Fehler, du bist fehlerhaft, du hast Fehler begangen, du hast dich schuldig gemacht, du musst büßen. Das sind alles Gedanken, was ich hier jetzt gesagt habe. Das sind die Gedanken, die dir so, so, so wehtun. Und deswegen bist du in diesem emotionalen, negativen Gefühl wegen dieser Gedankenwelt, die du noch mitnimmst aus deiner Vergangenheit, aus deiner vergangenen Identifikation, aus diesem mangelhaften Menschen, zu dem wir geboren worden sind, zu dem wir konditioniert worden sind. Uns ist immer gesagt worden, uns ist immer wahrgemacht worden. Wir haben uns immer selber wahrgemacht, schon als Kind, als wir verantwortlich sind für die emotionalen Zustände unserer Menschen drumherum. Wir haben das als Kind für uns aufgenommen und haben gesagt, okay, wir sind verantwortlich, wenn unsere Eltern sich schlecht fühlen. Das hat mit mir zu tun. Wenn unsere Eltern streiten, das hat mit mir zu tun. Und so ist es alles passiert, ja. Und diese Verletzung, die da eingetreten ist durch das, was wir im Außen beobachtet haben und erlebt haben bei unseren Eltern, diese Verletzung haben wir einfach angenommen und haben gesagt, die Welt ist verletzend da draußen. Wir werden verletzt, wir müssen uns schützen, weil da ist so viel Angriff von da draußen, weil wir lernen mussten, uns selber kennenzulernen. Und deswegen bist du hier, weil du schon gelernt hast, dich selber kennenzulernen, weil du schon gelernt hast zu verstehen, scheiße, diese innere Welt, diese Blueprint, diese Human Design Blueprint, die ich mir da angezogen habe, die schmerzt nur, weil es nicht mein Divine Design Soul Blueprint ist. Das ist etwas Falsches. Das ist die Lüge, die mir so schmerzt, die mich so emotional kaputt macht. Und ich muss aufhören, in der Lüge zu denken und in der Wahrheit zu denken darüber, wer ich bin, wie ich wirke, was ich hier bewirke, was ich hier überhaupt für einen Auftrag habe. Und mein einziger Auftrag hier auf dieser Welt ist, diesen Körper aus dem Divine Design Soul
Blueprint zu verkörpern und zu vereinen, aus einem Mindset, aus einem göttlichen Mindset zu vereinen in diese Frieden, Harmonie, Freude, Leichtigkeit, Sicherheit zu kommen. Das ist, darum bist du hier. Und darum hast du Schmerzen. Bis du den Weg gefunden hast, diese Schmerzen zu verstehen und sie deswegen zu transformieren. Und weil das nicht einfach ist, weil ich halt immer noch dieses Ego habe, dieses Human Design Programmierung, das mich vor den Schmerzen schützen will und mich nicht dorthin lässt, die Schmerzen als das zu erkennen, was sie wirklich sind, gibt es übrigens ab dem 3. Juni einen Monat lang für mich die Power der weiblichen Alchemie für Frauen, wo ich diese Transformation, diesen alchemischen, energetischen Prozess mache, den ich selber steuere. Den steuere ich selber. Aber ich weiß nicht, wie ich ihn steuere. Und ich lerne dir, diesen alchemischen Prozess zu steuern, sodass er dein Divine Design Soul Blueprint rausholt. So, das ist das. Wenn es für dich ist, melde dich an. Wir starten am 3. Juni. Das geht um die Emotionen. Dann, das war diese Frage. Freien Willen. Freie Wille, genau. Der freie Wille bei anderen Menschen. In deiner Realität hast du freien Willen. Ich habe freien Willen in meiner Realität. Ich darf meine Realität so beurteilen, so bewerten, so sehen, wie ich möchte. Ich habe freien Willen. Ich habe den freien Willen zu sehen, dass es da draußen eine Realität gibt, die mich nicht mag. Menschen gibt, die mich nicht mögen, Situationen gibt, die mich nicht mögen, Geld gibt, das mich nicht mag, das mich abstößt, das ein Problem mit mir hat, weil ich eben in der Identity bin. Ich bin nicht gut genug, ich bin problematisch, ich bin schuldig, ich gehöre gestraft, ich muss noch mehr lernen, alles, ja? Diesen freien Willen habe ich, aber ich habe gleichzeitig den freien Willen, mich zu sehen als göttliches Wesen aus meinem Divine Design Soul Blueprint, als flüssige, wahrhaftige Liebe, die ich bin. Wenn ich mich so sehe, muss ich so über mich denken. Und wenn ich so über mich denke, muss ich über die Welt da draußen denken und denke nur das Beste. Über die Menschen, über die Gegebenheiten, über die Situationen, weil ich weiß, sie kommen aus göttlichem Verstand. Es kann nicht schlecht sein. Es kann nicht abweisend sein. Es kann nichts anderes sein als Liebe. Wenn ich das weiß. Ich habe den freien Willen, meine Perspektive und meine Ansicht. Und die Dinge müssen sich meiner Perspektive und Ansicht anpassen, weil ich bin Schöpfer meiner Realität. Ich bin meine Realität. Und wenn ich sage, diese Person liebt mich, dann liebt sie mich. Wenn ich sage, ich bin geliebt von der ganzen Welt, dann bin ich geliebt von der ganzen Welt. Nur wenn ich sage, ich bin nur geliebt von der ganzen Welt, wenn Person XY mich 50 Mal am Tag anruft, habe ich den freien Willen zu sagen, okay, wenn ich nicht 50 Mal am Tag angerufen werde, liebt mich diese Person nicht. Das ist freier Wille. Die andere Person hat überhaupt keinen freien Willen. Nur ich habe diesen Willen und ich sage, wenn die andere Person sich so verhält, dann fühle ich mich schlecht, dann bin ich schlecht, dann bin ich nicht gut genug. Mein freier Wille. Aber ich kann sagen, ich weiß, wer ich bin. Mich bin geliebt. Leute wollen mit mir reden, mich anrufen den ganzen Tag, immer wieder fragen mich. Mein Liebster liebt meine Meinung. Der möchte mit mir in Austausch sein, der liebt meine Stimme genauso sehr, wie ich seine Stimme liebe. Er versteht mich, er versteht mein Denken genauso, wie ich sein Denken verstehe. Das ist freier Wille. Freier Wille ist, du kannst deine Ansichten und Gedanken jeden Moment frei wählen. Du. Niemand anders. Du. Das ist freier Wille. In deiner Realität hat niemand anders freien Willen. Wie sieht es aus, wenn die Beziehung am Ende ist, heftiger Streit und Ablehnung? Ja, dann hast du halt heftigen Streit und Ablehnung für äußere Umstände, die dir sagen, da ist die Beziehung am Ende. So, das hast du aber zurückgefolgert und du hast diese heftigen Streite und Umstände tatsächlich auch manifestiert und kreiert,
weil du in Streit warst mit Umständen. Du hast Umstände im Außen bestritten. Du hast versucht, deinen Standpunkt klar zu machen. Du hast versucht, dich zu verteidigen. Du hast versucht zu sagen, wie gut du bist. Du hast versucht zu zeigen, wie scheiße der andere ist, wie der falsch ist. Und jetzt lebst du in einer Welt, wo alles falsch ist, wo du falsch bist und wo der andere falsch ist. Und wenn du aber in eine liebevolle, harmonische Beziehung eintreten willst, kannst du keine Welt sehen, in der du falsch bist und in der andere falsch ist. Zuerst musst du dich selber gut und richtig machen, gut und richtig finden, nicht mehr in die Vergangenheit gehen, nicht mehr irgendwie im Außen zu denken, was da hätte sollen sein können, sondern genau jetzt anfangen aus deinem Wissen. Äußere Umstände haben nichts damit zu tun, was ich jetzt und hier aus meiner Liebe, aus meinem Soul Blueprint, aus meinem Divine Design festlege. Ich bin göttliches Design, ergo bist du da draußen auch göttliches Design. Die Welt ist göttlich entstanden. So, wunderbar. Und in dem Moment, wo du diese Beziehung verlässt, diese Situation verlässt und in eine neue eintrittst, so einen Quantenshift machst, ein Reality-Shift, weil du bist Realität. Deine Gedanken, deine Annahmen sind Realität. Da gibt es nichts anderes. Solange du in der Realität des Streites bist, der Ablehnung bist, dann bist du in der Realität des Streites und der Ablehnung. Wenn du das aber verlässt, die ganze Geschichte auch verlässt, die zu diesem Streit und dieser Ablehnung geführt hat und bereit bist, dein Ego da drin zu lassen und jetzt hier aus tiefster Wahrhaftigkeit, aus Liebe, aus Divine Design, die Welt und alle Menschen zu sehen, weil du dich selbst so siehst, switch diese Sache. Und zwar sofort, ich habe es genug gesehen bei mir und bei anderen, in beide Richtungen. Aus absoluter Harmonie wird plötzlich Streit. Aus Streit kann genau gleichzeitig plötzlich absolute Harmonie werden. Nur du musst dich verändern. Du musst aufhören, ein Streithammel zu sein. Du musst aufhören, verletzt zu sein. Du musst aufhören, den anderen zu beschuldigen. Du musst aufhören, dich zu beschuldigen. Du musst aufhören, Ursachen für den Streit zu suchen. Du musst aufhören, in der Geschichte des Streites zu leben und dir wirklich erlauben, einen Quantenschiff zu machen in eine Geschichte, wo du die Person bist, die du haben möchtest und die andere Person, mit der du gestritten hast, auch die Person ist, die du haben möchtest. Passiert alles alleine in deinem Kopf und in deinem Mindset. Ja. Ja, genau. Am nächsten Tag kommt ein Anruf von SP und er tut so, als wäre nichts passiert. Weil du geswitcht bist. Wenn du jetzt aber noch weiter verletzt bist und so tust, als wäre doch eine Verletzung passiert und du denkst, die Verletzung muss vom Außen her entschuldigt werden. Der kann sich entschuldigen, so viel du möchtest, solange du eine Schuld fühlst, solange du nicht klar bist mit diesen Quantensprüngen, ja? Das ist das Schwierige. Und solange du dann immer wieder kommst und in die Vergangenheit gehst. Aber wenn du diese Möglichkeit siehst, oh mein Gott, wir haben einen Quantensprung gemacht, jetzt fangen wir neu an, diesen Moment und die Vergangenheit zählt nicht, musst du eben dein Ego draußen lassen. Aber du siehst, es funktioniert. Kann man im gemeinsamen Gespräch meine Inspiration, Leidenschaft der Arbeit rausfinden? Meine einzige Leidenschaft ist, in die USA zu ziehen. Na klar kann man das im gemeinsamen Gespräch rausfinden, weil ich werde mit dir rausfinden, für was diese Leidenschaft in die USA zu ziehen steht. Das ist ein Sinnbild, das steht für Freiheit. Du erlaubst dir vorzustellen, dass wenn du in der USA lebst, dass es so und so und so und so und so für dich sein wird. Und du glaubst, es liegt an der USA. Aber es liegt nicht an der USA, sondern es liegt daran, dass du dir erlaubst, im Zusammenhang mit der USA, dich so als dieser Mensch zu fühlen. Das kenne ich ganz, ganz gut, weil ich war früher übrigens auch völlig festgefahren darum, ich will in die USA, ich will in die USA, ich will in die USA, da bin ich frei und ich bin so viel in Amerika gereist und ich habe jedes Jahr in meinem Studium war ich einmal dort mindestens für über einen Monat und wollte dort mein MBA nachmachen, wollte dort arbeiten, habe es aber nie gemacht. Und dann dachte ich, das liegt daran, weil mein Adoptivvater ja scheinbar, ich kenne ihn ja nicht, Amerikaner ist mit irischen Wurzeln.
Aber heute weiß ich, weil ich in Amerika eine andere war, weil wenn ich dahin gereist bin, ich eine Reflexion bekommen habe von einer Frau, die angenommen ist, die gut ist, die richtig ist, die keinen Fehler hatte, wo ich quasi meine ganze vergangene Geschichte hier in Europa zurücklassen durfte. Und das war's. Und ich dachte, es liegt an Amerika. Und als ich hier vor 26 Jahren in die Schweiz gezogen bin, dachte ich, es liegt an der Schweiz. Heute weiß ich natürlich, es liegt an mir. Es liegt einzig und allein an mir. So, was haben wir denn da noch? Aber gerne kannst du natürlich ein Gespräch mit mir buchen und wir machen da Klarheit, auf jeden Fall. Aber was ist mit nicht, was ich nicht ganz verstanden mit dem freien Willen, was fehle ich meinen Crush und was, wenn er unbedingt eine andere manifestieren will? Nochmal, er hat keinen freien Willen. Wenn du sagst, er will eine andere manifestieren, dann will er das. Gut, wenn du das willst. Du darfst wählen, was du willst. Du darfst wählen, was er will. In deiner Realität bist du absolut frei. Und die meisten von uns, die sind einfach so versessen auf ihre schmerzhaften Geschichten, dass sie immer wieder diesen Schmerz in ihr Leben manifestieren. Und diese schmerzhaften Geschichten musst du mal anschauen, die musst du kennenlernen. Deswegen empfehle ich dir, komme in die Power der weiblichen Alchemie. Da lerne ich dir das aufzuhören, diese ganzen emotionalen Geschichten, Ängste, Traumata aus deiner Vergangenheit, wo du in deinem Kopf gehabt hast, dir reingesetzt wurde ohne dein Bewusstsein, dass andere Menschen besser finden. Das ist aber nur eine Annahme von dir. Du nimmst an, dass andere besser sind als du, mehr gewollt sind, mehr geliebt sind. Wenn du mit dieser Annahme dein Leben begehst, dann wird es sich dir im Außen immer wieder zeigen. So, ja, ihr Lieben. Wenn ihr keine weiteren Fragen habt, dann kann ich euch nur sagen, dieser Prozess ist harzig. Warum ist er harzig? Weil meine alten Überzeugungen mir mal dienlich waren. Aus welchem Grund auch immer, ich muss es nicht wissen. Warum war es mir dienlich, zu glauben, dass andere besser sind, dass andere wichtiger sind als ich, dass man andere vorzieht? Warum glaubte ich das? Weil ich es in meiner Kindheit erlebt habe. Ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, wo meine Bezugspersonen absolut davon getrieben waren, im Außen anderen Menschen zu gefallen und gefallen zu tun. Wobei das Innere, die Familie, die Kinder nicht beachtet, nicht gesehen wurden, weil in dem Mindset meiner Bezugspersonen war ganz klar drin, du bist nur gut genug, wenn du im Außen Exempel statuierst, wenn du den anderen Leuten zu Liebe was machst, wenn du People-Pleaser bist, wenn du andere Leute auf den Podest setzt, wenn du andere Leute zuerst bedienst und deine Kinder zur Seite schiebst, die sind ja nur Anhängsel, die bedeuten nichts, die sind einfach nur da. Und das ist ein Mindset, den unsere Eltern gehabt haben. Ich habe es immer wieder gesehen auf die eine oder andere Art und Weise, egal mit wem ich gearbeitet habe, egal was für eine tolle Familie das war, egal wie angesehen diese Familie war, egal wie nicht angesehen diese Familie war. Die Kinder haben immer diesen Mindset, diese Ansichten aus dem Elternhaus, aus dem Umfeld heraus, die dominant waren, übernommen. Und wenn du natürlich Eltern hast, die ein unglaubliches Geltungsbedürfnis, eine Orientierung nach außen haben und dann sagen, ja, wenn es so ist und wenn es so ist und wenn es so ist, das muss ich unbedingt haben, sonst bin ich nicht gut genug, hast du Eltern, die nicht gut genug sind. Und was kommt aus Eltern raus, die glauben, dass sie nicht gut genug sind? Halleluja! Kinder, die glauben, dass sie nicht gut genug sind. Und das ist dieser Generationenfluch, der kein Fluch ist, sondern ein Mindset.
Jeder Generationenfluch ist ein Mindset. Jeder Generationenvertrag, ich rede mal in diese ganze Spiritualität, die es da immer noch gibt, ist ein Mindset, der unbewusst übernommen worden ist, bevor du ein Ego hattest. Und hinterher hast du dich damit identifiziert, egofiziert und bist rumgelaufen als jemand, der abgelehnt wird von den Liebsten. Ja, weil das kommt auch immer wieder die Frage, ja, aber wieso in der Arbeit bin ich ja anerkannt und da will man mich ja und da wertschätzt man mich ja nur meine liebste Person, die achtet mich nicht, die respektiert mich nicht, für den ist alles andere wichtiger, seine Hobbys, seine Arbeit, was weiß ich nicht, was alles, oder wir sind überhaupt noch nie richtig eng und intensiv zusammengekommen, weil der ist emotional nicht verfügbar, ja, diese ganzen Dinge, die sind nur in deinem Kopf, die sind nur in deiner Identität. Und das musst du erst mal rausfinden, damit du es transformieren kannst. Weil wenn du nicht erkennst, was da läuft in deinem Hirn und du gleichzeitig aber die anderen immer so siehst, wie du deine Eltern gesehen hast, wie du das Umfeld gesehen hast deiner Eltern, dann sind die so. Dann verhalten die sich dir gegenüber so. Wenn du immer dieses beschränkte, unterdrückte, nicht gewollte, an zweiter Stelle stehende Menschlein bist, in deinem Kopf, für dich, weil es im Außen dir immer wieder gezeigt wird, kannst du dann nur aussteigen, indem du aus deinem Menschlein, aus deinem Ego-Menschlein austrittst, dein komplettes Divine Design erkennst, das aus deinem Soul Blueprint, aus deinem Herz, aus deiner Liebe, aus deiner Begeisterung, die du bist, entstanden ist. Und wenn du das nicht machst oder nur manchmal machst und dich immer wieder ins Boxhorn schlagen lässt, weil die alte Identität immer noch reflektiert worden ist, weil du noch nicht fertig bist mit Schminken, ja, weil du dich noch nicht fertig verändert hast, weil dein Spiegel immer noch zeigt, dass deine Lippen noch nicht geschminkt sind und du denkst, das läuft nicht, dann hörst du auf oder du wäschst dich wieder ab und all diese Sachen, ja, nimm dieses Sinnbild. Wenn du die nicht bleibst, dein Spiegel kann dir nicht ein perfekt geschminktes Gesicht, und da meine ich nicht falsch oder fake geschminkt, nur um dir dieses Sinnbild zu zeigen, dein Spiegel kann dir nicht dein perfekt geschminktes Gesicht zeigen, wenn du nicht A, fertig dich so geschminkt hast, wie es dir gefällt, und B, immer wieder sagst, das ist aber scheiße, dann wirst du im Spiegel nie ein perfektes Gesicht von dir sehen. Oder du machst es wieder ab oder du gehst zurück oder denkst, es ist doch falsch oder ich muss die Augen doch noch falsch schminken, dass ich perfekt bin. Verstehst du? Und darum geht es nicht über Schminke, es ist nur ein Sinnbild. Du brauchst dich nicht schminken, du musst nur vor den Spiegel stehen und deine absolute Perfektion aus deinem Divine Design Soul Blueprint erkennen. Hab schon viel gelesen und gehört, aber du bist wirklich der Hammer. Ja, danke dir. Und warum bin ich der Hammer? Weil ich es A gemacht habe, weil ich B so viele Leute dabei begleitet habe, weil ich sehe, dass das, was in unserem Kopf ist, nicht unser individuelles Ego ist, sondern das ist ein übernommenes Ego. Das ist etwas, das ist wie eine Klamotte, die kriegst du angezogen, ja, bei Geburt im Krankenhaus. Stell dir das vor, du wirst geboren und kriegst diese Krankenhausklamotte angezogen. Und dann glaubst du, das ist dein Kleid. Das gehört dir, du hast es dir aber nie ausgesucht. Und irgendwann mal auf diesem Wege über SP-Schmerzen, weil deine Seele sucht deinen Seelenspiegel, damit endlich du kapierst, dass du hier eine Scheißjacke angezogen hast, die dir weder dir gefällt, noch irgendjemand anders, bis du das ausziehst, bis du dich nackig machst, ja? Deswegen Authentizität, dass du nackig bist und dich einfach zeigst und sagst, boah, an mir ist alles gut und richtig. Ich habe ja noch nie was Falsches gehabt. Ich ziehe mir diese ganze Klamotte auf und ich zeige mich nackt, verstehst du? Nackt
in der Seele, ohne diesen ganzen Müll in meinem Kopf. Ich zeige mich so, wie ich wahrhaftig bin, hinterlasse diesen Mantel, diese alte Klamotte und gehe meines Weges und schäme mich nicht über mich, weil ich weiß, wer ich bin und weil ich weiß, ich bin grandios, wenn ich nackt bin, ohne diese Klamotte, die mir nie gehört hat. Ja? Das ist wirklich das, was du dir erlauben musst, diese Klamotte abzuziehen und du selber zu sein, weil du weißt, du selber ohne dieses Zeug bist grandios, du bist perfekt, du bist genau so, wie du gedacht warst am Anfang und du bist nicht traurig, weil du es jetzt erst kapiert, sondern du bist glücklich, dass du jetzt an diesem Bewusstsein, an diesem Punkt, an dieser Wahrheit, an dieser Klarheit, jetzt, egal wann das ist, jetzt angekommen bist und erkannt hast, oh Mann, ey, darum bin ich diesen ganzen Weg gegangen und das sind vielleicht 1000 Schleifen gewesen, bis ich zu diesem Punkt gekommen bin und diese Wahrheit erkannt habe und erkannt habe, warum ich überhaupt geboren bin, um mein Divine Design Soul Blueprint zu identifizieren und dann zu verkörpern. Das ist ja mein Lebenssinn. Ich muss nichts machen fürs Außen. Ich muss alles machen fürs Innen. Ich muss alles machen für mich, damit ich endlich die bin, als die ich geboren wurde, als die ich gedacht wurde. Das ist mein Job. Das ist mein einziger Job. Und ich nehme den jetzt an. Ich habe es kapiert. Das ist die Arbeit. Ich muss nicht da draußen im Spiegel rummachen, sondern hier geht es tief, tief, tief in mich, in meine Wahrheit, in meine wunderbare Wahrheit, in meine Schönheit, in die Schönheit meiner Liebe, in meiner Perfektion, in meines Seinszustandes, das ich nicht verdienen muss. Das habe ich hier in meinem Soul Blueprint. Das ist göttlich designtes Soul Blueprint. Das ist die göttliche Perfektion, die hier in mir wohnt. Und ich muss sie sehen, erkennen und meinen Mindset daraus speisen und das Lernen so zu sehen und zu denken, dann lerne ich so zu fühlen, wenn ich daraus, aus dieser Identity heraus denke und die Welt sehe und vor allem auch die anderen Menschen. Weil solange ich noch sage, der SP will mich nicht, der mag mich nicht, der wertschätzt mich nicht, wegen, weil er sich so und so und so und so und so und so und so verhält, dann bin ich halt noch eine, die so behandelt werden muss, bis sie es endlich begreift. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr versteht, worum es geht. Diese äußere Welt muss ad acta gelegt werden. Nur dann kann der Spiegel mir neu reflektieren. Ich muss das machen. Das heißt, Ego muss sterben. Ich brauche das nicht mehr. Ich bin ja nur die eine, aber welche bin ich? Und zwar dominant und immer. Und diesen Prozess zu gehen, begleite ich in 1-zu-1-Calls, in meinen Kursen, die absolut erschwinglich sind, die du kaufen kannst, meine Masterclasses. Du kannst in die Wir sind Divine Design Community kommen. Die wird immer wieder aufgerüstet. Jetzt gibt es 2 Live-Calls im Monat. Da sind Kurse drin. Da ist deine Begleitung drin, jeden Tag für 90 Euro. Was das Problem ist, deswegen biete ich das große Programm Divine Design Soul Blueprint jetzt gerade noch an. Du kannst dich noch 4 Tage dafür anmelden. Für diese 3 Monate wirklich komplette Transformation. In der Community kannst du das auch haben. Aber das Ding ist, du musst antanzen. Ich hole dich da nicht. In der Community musst du kommen, hast du eine Hohlschuld. Wenn du in das große Programm kommst, halte ich dich. Halte ich dich. Ja, das ist der Unterschied. Und dein Ego ist halt so gewitzt, dass du mit ihm so umgehen musst, dass es immer wieder dran bleibt und nicht diese alte Version weiterhin verkörpern muss. Das ist deswegen brauche ich einen Raum, brauche ich Hilfe, brauche ich Unterstützung, brauche ich Aufgaben, brauche ich Vorgaben, bis ich selber wirklich angekommen bin. Es braucht niemand, wenn er sein Köpfelein disziplinieren kann. Und ich kann euch sagen, Leute, die leistungsorientiert sind, die können das sehr, sehr gut. Nur haben die sehr, sehr gut auch dieses folgende Problem, dass sie sich im Außen reflektieren.
Und das ist das Problem für leistungsorientierte, analytische Menschen, die eigentlich hochintelligent sind, dass sie sich alleine auf diesem Prozess nicht führen können, weil ihre Intelligenz immer wieder versucht, ihnen klarzumachen, dass es eben nicht so einfach sein kann, dass es so nicht funktioniert, obwohl sie trotzdem wissen, dass es so funktioniert. Und ich sage dir, je intelligenter du bist, desto schwieriger ist der Prozess für dich, weil du so analytisch, logisch getrimmt bist, obwohl dieser Prozess überhaupt absolut unlogisch ist für dein Ego. Und das überhaupt erstmal anzuerkennen und zu sagen, ich gehe jetzt einen absolut unlogischen Weg. Ich gehe den unkonventionellen Weg. Den kann ich aber nur gehen, wenn ich verstanden habe, dass das der Weg ist, ob ich ihn sehe oder nicht. Dass ich immer schon so manifestiert habe durch mich und meinen Seinszustand. Ja, ihr Lieben, es geht hier nicht wirklich um Kopfwaschen, sondern dein Kopf muss gewaschen sein, dein Denken muss gewaschen sein. Du musst immer wieder Moment zu Moment, zu Moment zu Moment bei dir sein. Das ist es. Da geht es nicht darum, um Kopfwaschen, sondern dann geht es um Klarheit. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Wenn ihr noch dabei sein wollt, also vom Preis her, komm in dieses Monatsprogramm, die Alchemie der weiblichen Power, die Power der weiblichen Alchemie, 3. Juni. Wenn du in der Community bist, hast du 30% immer noch, wenn du den Angebotspreis zum halben Preis verpasst hast, hast du jetzt immer noch 30%, wenn du dich anmeldest. Also es würde sich auf jeden Fall lohnen, in die Community zu kommen, 3 Monate und dann mit deinem Login die weibliche Alchemie zu kaufen. Einfach nur so. Wenn es dir wert bist. Wenn du weiter alleine rumeiern willst, hör dir meine Videos an, hör dir andere Videos an. Aber wisse eins nur, wenn du es nicht tust, was du hörst, ist es wirklich Zeitverschwendung hier auf YouTube. Just saying. Happy day.